Heute in den Gasomir-Spezial. A very British adventure. Mehr dazu nach dem Intro. Herzlich willkommen zu den Gast und News Spezial mit Maxima und Marc. Heute wollen wir euch mal mitnehmen auf unsere kleine Englandfahrt mit den Klassen 7a und 7d. Es ist ungefähr kurz nach 8 und ja, wir fahren jetzt los. Mehr dazu später. Wir sind mittlerweile nach 5 Stunden im Klassenraum von KD angekommen und sind jetzt auf der Fähre. Ja, nach anderthalb Stunden Fahrzeit auf der Fähre kommen wir in Dover an und fahren dann da nochmal eine halbe Stunde weiter nach Ramsgate und sonst. Mittlerweile in Ramsgate angekommen. In englischer Zeit haben wir 17 Uhr, in Deutschland ist es 18 Uhr. Jetzt können wir hier eine halbe Stunde Zeit verbringen. Dann werden wir gleich von unseren Gastfamilien abgeholt und dort in 2-3er-Gruppen die Nacht verbringen. Und morgen geht es dann ab nach Canterbury und bis dahin melden wir uns wieder. Good morning, wir sind mal wieder im Bus. Wir haben jetzt kurz nach 8, allerdings nach englischer Zeit. Wir fahren jetzt mit dem Bus nach Canterbury. Genau, in Canterbury angekommen, werden wir in 2 Gruppen aufgeteilt und jede Gruppe bekommt eine Stadtführung. Anschließend haben wir dann noch ein bisschen Zeit, um uns in der Stadt umzugucken, Sightseeing oder vielleicht auch shoppen gehen. Und anschließend fahren wir wieder zurück nach Ramsgate. Wir befinden uns noch in Canterbury. Der Tag ist leider schon vorbei, aber er hat mit einer wunderschönen Führung angefangen. Sie hat 1,5 Stunden gedauert und sie war sehr interessant. Wir hatten dann bis 4:30 Zeit, noch in der Stadt uns in kleinen Gruppen aufzuhalten. Und jetzt waren wir noch kurz im Supermarkt, um ein paar Leckereien für die Rückfahrt zu kaufen. Ja, aber bis dahin kommt es noch nicht. Leider hat uns das Wetter ein bisschen im Stich gelassen. Wir haben momentan 16 Grad, es ist noch ein bisschen bewölkt und es regnet auch noch ein ganz klein bisschen. Aber ich hoffe, morgen wird das Wetter ein bisschen besser und dann werden wir hoffentlich unseren ersten schönen Tag in London verbringen. Good morning everybody. We are going to visit London. The weather is beautiful. Wir sitzen wieder mal im Bus und fahren jetzt nach Greenwich, einem Vorort von London. Und in Greenwich angekommen, werden wir uns dann noch ein bisschen umschauen und anschließend auf ein Boot gehen. Und mit diesem Boot werden wir die Themse entlang fahren bis nach London. Und ja, wir melden uns wieder. Wir sind mittlerweile in Covent Garden angekommen. Wir haben schon sehr viel von London gesehen und wir hatten auch eine sehr schöne Bootstour. Morgen kommen wir nochmal her nach London, wieder mit dem Bus- und U-Bahn-Verkehr und werden uns dann größtenteils nochmal in Madame Tussauds aufhalten, also im Wachsfigurenkabinett von London. Good morning everybody. We are going back to Germany. Mittlerweile sind wir auf der Rückfahrt. Genau, wir haben gerade Ramsgate verlassen und ja, sind jetzt auf dem Weg nach Dover. Und dort hoffen wir natürlich schnellstmöglich eine Fähre zu bekommen. Und ja, dann hoffen wir auch ohne Staus dann an unser Ziel zu kommen und wir melden uns nachher nochmal.
Mittlerweile sind wir wieder an der Gaststätte angekommen, nach tatsächlich über 10 Stunden Fahrt. Wir hatten leider ein paar Staus zu verkraften, aber im Grunde genommen lief der Verkehr eigentlich ganz gut. Ja, wie man sieht, sind wir jetzt auf der Gaststätte und wir hoffen, euch hat unsere Dokumentation gefallen. Falls ja, lasst uns ein Like und ein Abo da und schönes Wochenende. Tschüss! Tschüss.